Ich spiele auch teilweise auf 80%. Warum? Also richtig kacke. Wir sind PC downgraded. Mann. Das ist die Frage, wie krieg ich den Pokeflötensender hier nochmal rein? Weil ich muss jetzt an diesem scheiß Relaxo vorbei. Jetzt kannst du auch Zeit aufholen. Hallo! Helft mir doch mal! Warum? Ich google das uns gleich einfach. Ja, geh auf Pokegear Radio und such den Sender. Da gibt's ja nur drei. Warte, ich öffne. Wie willst du das denn sonst machen? Hallo, laut, was ist das? Der schneidet gar nicht. Der hat die Pokeflöte bestimmt gleich gefunden, den Sender, aber weiß nicht, was er damit machen soll. Früh, manchmal. Was mache ich hier eigentlich gerade, Alter? Mach nur wieder Unsinn. Mom, halt's Maul! Was ist denn? Aber wo ist das Radio im Pokegear? Ich sehe nur die Uhr. Das Radio hat dich geholt. Wo ist denn das? Das ist rechts neben dem Telefon. Und wenn du das nicht hast, dann musst du erstmal zurück nach Dukatia City. Das ist nicht ich hab doch diese Scheiß... Das ist doch in diesem scheiß Quiz, das hab ich doch gemacht! Ja. Alter, nein. Ja, Alter, nee, Junge. So, ein Feuerball. Ja, wenn du das Quiz gemacht hast und du bist dir sicher, dass du das Radiomodul hast, dann musst du nach Lavandia gehen. Hast du das mit der Spule gemacht? Ja, hab ich. Und ich war auch schon in Lavandia und der hat mir das Ding gegeben für Kanto Radio hören. Aber es ist trotzdem nicht im Menü da. Was? Ich hab die Karte zum Beispiel nicht, aber ich sehe doch hier gerade das Telefon und dann das Radio. Ich habe an das Kartenmodul habe ich gedacht, aber das Radiomodul habe ich anscheinend vergessen. Dann nochmal ab nach Dukatia. Yay, mir gehen die Repels aus. Das war ein Highlight, Sam. Ich habe nur noch ein Pokémon in den Siegfried und der hat noch 5. Oh, scheiße. Du bist sehr stark. Glaube ich auch. Oh, jetzt kommt Aerodactyl. Oh, und er darf sogar noch anfangen. Er ist schneller als ich. Ja, das hat das und es zieht mir als 50% ab. Scheiße, ich bin weg. Oh nein! Palki gibt auf. Nein! Obwohl, warte mal, ich versuch's mal. Ich hab dann ja heilen. Noch einmal. Aber das macht keinen Sinn. Ich glaub mir den Beleber dann. Oh, er geht daneben sogar. Lol, weg ist es. Ich habe übrigens eine Methode herausgefunden, wie ich mir jetzt doch aktuelle Popmusik anhören kann, ohne dass ich Krebs kriege. Was verloren? Weil ich mach erstmal. Ja, und ich mach erstmal nochmal ein bisschen schneller, weil ich zock die ganze Zeit hier irgendwie auf 80. Das geht auch nicht. 200. Ach ja. Ja, aber der macht das nicht. Rüber, erzähl, ich kann, du kannst. Wow. Ich kann jetzt aktuelle Popmusik hören, ohne dass ich Krebs bekomme. Wie das denn? Indem ich sie mir einfach als Metal-Cover anhöre. Was? Okay. Ich hab einen richtig guten YouTuber gefunden, der halt solche Metal-Covers macht und die kannst du dir auch beim Amazon Musik-Streaming-Dienst so anhören. Okay. Das ist ja nice. Das ist nicht nur nice, das ist superb. Das ist superb. Wenn du meinst. Hat eigentlich Radio schon jemand... Schlampe! Oh. Stell dich beim Zorn! Ja, ich wollte Ryus Monolog jetzt nicht unterbrechen. Ja, ich bin jetzt wieder bei Willi. Willi? Ich bin jetzt wieder bei Willi. Oh, traurig. Tut mir leid. Hat eigentlich irgendjemand... Wir können aber schon in die Zukunft gucken. Schon Ideen für ein neues Projekt. Ich mach gar nichts hier mehr. Ich mach hier gar nichts mehr. Ist vorbei jetzt, es reicht. Alles läuft hier nicht so gut. Ich höre euch nur manchmal. Echt? Ja gut, ab und zu ist es ja ganz schön, wenn ich euch nicht höre. Boah, was? Ey, Palki, komm. Kann doch nicht sagen. Das liegt alles daran, dass Ryu seinen PC neu gestartet hat. Seitdem ist das so.
Ryu, mal eine ganz doofe Frage hier. Wenn du gerade rausgegangen bist aus TeamSpeak, ne, wer ist denn jetzt der Admin, der den Server offen hält? Ja, wenn ich raus bin, dann geht das auf einen von euch über. Ja, Palki, wahrscheinlich hast du das jetzt und das zieht Saugderbs an deiner Quali. Wetten, wa? Ist das random oder ist das immer das der erste, der oberste, der das da steht? Kann ich mal nachgucken. Ja, guck mal nach. Wahrscheinlich ist es die. Nee, da bin ich wieder. Das bin ich wieder. Ich bin Channel Admin wieder geworden, als ich reingekommen bin. Ach so. Witzig. Ja. Das war ein Heil, Alter. Random einfach so. Ich stell mir das gerade vor, ne? Weißt du, Ryu und ich vor einem ernsthaften Gespräch so und random schmeißt du rein. Ich heile. Das wäre so geil, ey. Ich heile. Ey, Duran, du musst dir mal Scatman auf in der Metal-Version anhören. Vorher hast du nicht gelebt. Was? Scatman Metal? Mach direkt. Hier, ba, 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 ja, ja, klar. Ja, das in Metal. Da hast du dir angehört. Was? Musst du dir mal angehört haben, also, vorher hast du nicht gelebt. Ja, vorher hast du nicht gelebt. Vorher hast du nicht gelebt, ey. Wer Scatman nicht in der Metal-Version gehört, der hat nicht gelebt. Scatman Hardstyle, was? Was? Nein, das. Davon sterben Menschen. Das tötet Leute. Ja, ich weiß, was Scatman ist, du Arschloch. Metal. Metal Cover? Frog Leap State Studios müssen das gemacht haben. Ja, ja, ich hab's gerade. Ich mach's mal an. I think it's what. Er muss erst mal volle Lautstärke einstellen. Stimmt gar nicht. Das mittlere. Das ist gar nicht so schlecht. Weißt du, was das Schöne an diesem Sommer ist? Darf ich das mal sagen? Dass dicke Menschen an diesem Wetter sterben? Nein. Meinst du dich? Dass ich meinen hier in meiner neuen Wohnung. Ja, ich auch. Dass ich hier in meiner neuen Wohnung. In meinem Büro, wo ich jetzt gerade bin. Ah, eine neue Wohnung, okay. Ja, ich bin eine schräg runtergezogen. Gott sei Dank vor diesem. Ja, im Juli. Ah. Gott sei Dank. Im Juni. Gott sei Dank. Vor diesem mega heißen Sommer. Da wäre ich nämlich oben schon geschmolzen in meiner Dachgeschosswohnung. Jedenfalls habe ich jetzt hier einen Büroraum drin. Mit Blick. Deswegen hört man wahrscheinlich Mofas und sowas etwas deutlicher. Blick direkt Richtung Hauptstraße, direkt gegenüber so einem zur Sparkassenfiliale. Und das Schöne ist, dass, keine Ahnung, das muss am Wetter liegen oder sowas, dass um diese Zeit die Schönheit des Sommers rauskommt. Dass Damen, ansehnliche Damen, leichter bekleidet sind und man das alles schön sehen kann. Ach, das ist doch angenehm hier. Wo ich es jetzt gerade hier so sehe. Ich wohne so. Das ist ganz schön. Das versüßt einem so ein bisschen den Tag. Gut, du hast auch Leute dabei, wo du sagst, da guckst du lieber nicht hin. Da guckst du nicht hin, da guckst du gerade. Das ist wie ein Autounfall, da kannst du auch nicht weggucken. Und sind, was ist das denn? Wie geht denn sowas? Das merke ich bei meinen Only-Run-Let's Plays, die ich dann also 2,5 Stunden am Stück hier rumgammele und das aufnehmen muss. Merkt man das sehr deutlich. Oder merkt man leider auch, dass ich ziemlich schlecht darin bin, aktuell in dieser Generation junge Damen dem Alter entsprechend einzuschätzen. Ah, okay. Gibt Frauen, die sind Ende 20 und sehen aus wie 14, gibt Frauen, die sind beziehungsweise Mädchen, die sind 14 und die sehen aus wie 30-jährige Bordsteinschwalben mit ebenso viel Erfahrung auf diesem. Oh yes. Und da. Aber ich höre immer nur Ryu abgehakt. Woran dich nicht? Also dich höre ich nur mal. Na siehste. Das ist das, was zählt. Ach, halt doch bitte dein Maul. Ey, Ryu, bitte komm. Nicht du! Okay. Du darfst deinen Bruder nicht belangen. Ah, wo kriegt denn die Pokeflöten, Sandra? Du musst die Pokeflöte von Major Bob holen. Hä? Schlabersch! Klar, aber nur Scheiße. Nein, das ist jetzt. Ja, genau, nicht ganz hinten in diesem Scheißprogramm! Ja, wollte ich dir gerade sagen. Der vorletzte. Was denn? Der Pokeflöten-Sender. Ich hab dich gerade die ganze Zeit gesucht und nicht gefunden! Hättest du mal gefragt. Aber, weißt du, das Traurige ist, das ist egal. Ich bin einfach immer noch bei. Ey, hate this fucking game! Ich bin jetzt gerade bei Bruno wieder. Du bist bei Bruno wieder? Oh, du bist aber echt langsam, Alter, ey. Was ist los? Ist das so ein Problem mit den Top 4?
Das Übel, Palki. Ja, ich weiß nicht, ob es auch an den Prozenten ein bisschen liegt, dass ich jetzt bin ich so bei 150, 200, jetzt auch immer 120 wieder. 10. Oh, komm her, du fettes Schwein, ich mach dich fertig, ey. Also mal was anderes, ich geh jetzt nochmal höher auf 300. Ja, probier mal. I'm the Scott Man. Kann einfach nicht mehr leisten, warte mal. Oh no. Da muss ich, wenn ich dieses Skatback gerade höre, muss ich unweigerlich an Gronkh und Sarrazin GTA 5 denken. I'm the Gronkh Man. Das war so geil. Was ist los, Rio? Nichts. Hast keine Lust mehr? Das ist es nicht. Ich hasse das Spiel gerade einfach mal wieder abgrundtief sehr. Achso. Fang das Relaxo, das hat Überreste. Kann ich nicht! Warum nicht? Weil ich keine Bälle habe! Achso, du hast doch den Meisterball. Nein. Ah, und Nerd. Ja, tut mir leid. Das ist aber kein Grund, mich anzuschreien. Die Klappe. Scheiße. Ah. Hätte ich das jetzt ernst drüber gebracht, ey. Mann. Mann, du kannst nicht fliegen gegen Relaxo? Er soll das fangen. Und es hat Überreste. Ja. Das war auch gerade mein Gedanke. Und dann habe ich gesehen, dass ich keine Bälle habe, außer einen Lowball. Er ist gut für Pokémon in einer Schnorring. Ja, schön für dich. Damit sei ja keine Zahnseide für das fette Schwein dabei. Wobei allerdings muss man sagen, dass die verschiedenen Bälle in der zweiten Generation gar nicht so die Auswirkungen haben, dass sie sich so von Pokébällen ändern, ne? Ja, vor allem der Mondball. Ja, Turboball ist, glaube ich, auch überhaupt nicht relevant, was das angeht. Der kann gut Pokémon fangen, die sich durch den Feuerheiler entwickeln lassen. Was? Ja, ein Fehler. LOL! Ja. Ja, das ist total buggy, die Generation eigentlich, ey. Und darüber mal nachdenken, was hier alles so verquer läuft. Oh, jetzt habe ich in meiner blinden Raserei gerade aus Versehen zwei Pokémon-Wilde umgeklatscht. Ich entschuldige mich an dieser Stelle nochmal direkt dafür. Ja. Mann. Den bist du so. Es ist der Zorn, der mich übermannt. Boah, ey. Wie ist das Wetter eigentlich gerade bei euch? Also ich bin die letzten 5 Tage wirklich. Hatte ich das Gefühl, dass ich tagsüber einfach sterbe und eingehe, und heute finde ich es eigentlich sehr angenehm. Weiß ich nicht, heute geht's, ja, das stimmt, aber sonst ist es wirklich, es ist nicht mein Wetter. Mir meint's auch nicht, Tauwetter für Dicke halt, und ich bin ja selber ein bisschen dick. Seid ihr noch da? Ja. Ja, da, ja, aber. Es war nur gerade sehr ruhig, deswegen habe ich gefragt. Voll konzentriert. Heile. Item finde. Schläge muss es geben, Schläge muss es hageln. Alle nochmal. Ach, Rübe, was sagst du? Ich sag, dass mir dieses Spiel auf den Sack geht. Das war jetzt gerade wieder mit alles so unnötigen Umwegen und Frust. Ja, mir geht gerade auch nicht. Also, was soll ich denn sagen? Damals bei unserer Triple Threat Challenge hab ich damals in der Top 4, als ich den übelsten Vorsprung hatte, mein ganzes Team verloren. Ach, hier, Nuzlocke, ja, ist klar. Unsere Nuzlocke Triple Threat Match Challenge. Die hatte ich zerlegt, das stimmt. Dann vor allem das letztes Pokémon, sein verficktes Garados, daran scheitert es. Nidoqueen! The Queen! Bei wem? Bei Siegfried damals bin ich doch zerschellt. Ist nicht auch einer bei Bruno zerschellt? Nee, es sind bei Melanie oder wie die Schlampe heißt, sind extrem viele zerschellt. Ja, da hatte ich nur noch eine Queen. Hatte ich nur noch zwei Pokes über. Eins war mein Garados und eins war meine Queen. Und meine Queen konnte alle seine Pokémon legen. Aber an seinem scheiß Garados war schneller als meine Queen und habe mich geone-shottet.